Danke. Hochverehrte Reisende, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Zukunft wird so. Eine maximale Reisegeschwindigkeit bei gleichzeitiger Minimierung der Fahrgeräusche, weniger Emissionen, ausgewogenes Essen, schnelle Datenverbindung, maximale Sicherheit und kaum nennenswerte Kosten für den Transport. Das alles bei effizientem Energieverbrauch. So steht's im Prospekt der aktuellen Klingonenflotte. Doch nun zur Deutschen Bahn. Die Bahn kommt. Wir wissen aber auch, momentan sind wir nicht mehr als ein Konsortium konfuser Menschen, die dafür sorgen, dass sich ein paar hundert nach Chili con Carne riechende Blechblindschleichen scheppernd durch Deutschland schrauben. Aber nun wird alles anders. Hier unser Konzept für die neue Bahn. The New Bane. Los Banos Nuevos. 1. Hygiene. In jedem Abteil findet sich nun ein ausgebildeter Hypnotiseur. Blicken Sie ihm vom Toilettengang tief in die Augen und lauschen Sie seinen Worten, die da lauten: Dieses Scheißhaus ist sehr sauber. Es ist blitzeblank und in einwandfreiem Zustand. Dein Gehirn wird schwer. Sie erkennen diesen Mitarbeiter leicht, er trägt Kajal und ein lila Satin mit Puffärmeln. 2. Um die erste Klasse noch effektiver und attraktiver zu machen, gibt es jetzt eine dritte Klasse. Keine Sitzplätze, dafür brennende Mülltonnen, übersteuerte Musik von Albano und Romina Power und ein frettchenartiger Typ, der jeden mit "Hast du mal ein paar Piepen, Kollege?" anlabert. Dadurch wirkt die zweite Klasse wie die erste und die erste wie der Krönungssaal von Versailles. 3. Falls Sie ohne Fahrkarte in den Zug einsteigen, der Aufschlag auf den Bordpreis beträgt im Fernverkehr immer noch 12,50 Euro, also so viel wie für eine Kinokarte. Deswegen wird das Bordpersonal ab sofort für die Dauer des Zahlvorgangs einen Kinofilm für Sie nacherzählen. Auf der Strecke Köln-Berlin ist das momentan Ostküste Amerika. Alle schwimmen, kommt so ein Brecher von Hai und frisst Leute auf. Chief Brody so, müssen wir zumachen den Strand. Bürgermeister, geht nicht, Saison. Chief Brody, doch. Bürgermeister, nein. Dann versuchen die, das Tier zu fangen, geht derbe schief. Der Hai frisst eine Pressluftflasche, bumm, Sushi. Angenehme Weiterreise. 4. Individuum. Individualisierung. Sie haben ab sofort die Möglichkeit, durch finanzielle Gebote für die Dauer Ihrer Reise den Namen Ihres ICE selbst zu bestimmen. Das höchste Gebot gewinnt. Der ICE Murat ist Ehrenmann nach Gummersbach, fährt heute übrigens abweichend auf Gleis 2. Dafür wird Zyklopenpimmel Hannover planmäßig erreichen. Trotzdem wird nicht rechtzeitig der Anschluss erreicht für Fliesentisch 40 Euro VB nur an Selbstabholer. Und der ICE Bettina Wulff, voll aber lustig. So. Spaß beiseite. Liebe Reisende, ernsthaft jetzt. Wir sind die Deutsche Bahn. Was erwarten Sie denn? Die Bahn braucht keine Modernisierung. Sie müssen umdenken. Ein für alle Mal jetzt. Checken Sie Ihre E-Mails vor Reiseantritt. Fahren Sie 3 Züge früher als nötig. Laden Sie vorab Ihre elektronischen Geräte auf. Schmieren Sie ein paar Stullen. Entleeren Sie Darm und Blase. Eine Reise mit der Bahn ist das letzte Abenteuer. Auf der Strecke bleiben, erfrieren, verdursten, Hitzschlag, sich in die Hose kacken. Nichts ist unmöglich. Also seien Sie nicht so verdammt unflexibel. Wenn Sie es gerne nett haben wollen, machen Sie eine Nachtwanderung durch Kolumbien. Aber mit uns reisen heißt in die Zukunft reisen. Also es bleibt dabei. Alles wie immer. Die Bahn kommt. Achten Sie trotzdem auf die Lautsprecherdurchsagen. Danke.